was da auch drin ist. Das ist groß und irre schnell. Fahrt! Go, go, go! Leute, ihr müsst da sofort raus. Habt ihr verstanden? Das ist Tyler Owens. Nennt sich selbst Tornado Wrangler. Wenn du ihn spürst! Ja, ihn! Ich sagte, wenn du ihn spürst! Ja, ihn! Dann kann's ja losgehen! Oh, er ist perfekt! Er ist wunderschön! Ihr dachtet, ihr könnt einen Tornado vernichten. Wir hatten nie eine Chance. Willst du eine? Du stellst dich nicht deinen Ängsten. Du beherrschst sie. Das sind Zwillinge! Zwillinge! Das? Nope. Da hätten wir also den ersten Trailer zu Twisters, den uns Warner Brothers voraussichtlich ab dem 18. Juli diesen Jahres in die deutschen Kinos bringt. Katastrophenfilm, grob als Action-Thriller wahrscheinlich einzuordnen, muss ich ja sagen, dass ich den ersten Twister von, das war glaube ich 96 oder 97 total mochte. Ich war damals 10 Jahre alt und habe mich so ein bisschen in das Katastrophenfilm-Genre verliebt und auch natürlich so ein paar trashig ikonische Momente wie, da ist eine Kuh, da ist noch eine Kuh, nee, das ist die gleiche Kuh. Wer sich daran erinnern kann, ist schon ein paar Jährchen älter oder mag einfach Katastrophenfilme. Und schon damals ging es darum, dieser Faszination von Sturmjägern hinterher zu jagen. Und das ist auch jetzt hier im ersten Trailer letztendlich so der Kerngedanke. Mit Glenn Powell, mit Daisy Edgar Jones in den Hauptrollen und diese Faszination für Stürme und auch Zwillingswirbelstürme, die sich vielleicht vereinen. Als Kind habe ich gelernt, die Kategorie F5, wie gefährlich die ist und wie ruhig es im Auge eines Sturms sein kann. Und das alles zusammengepackt, eben mit wahrscheinlich neuester Technik und neuesten Ideen, wie man sich dem ganzen Thema noch widmen kann, ist der Katastrophenfilm in den letzten Jahren im Kino auch einfach so stark zurückgegangen. Also der letzte große ist ja im Grunde Greenland gewesen und der ging im Kino ganz gut, so mitten in der Pandemie, als die Kinos mal kurz offen hatten. Finde ich eigentlich ganz gut, mir Filme dieser Art mal wieder anzugucken, weil die ja oft eine gute Wirkung auf der Leinwand entfalten können und nicht unbedingt immer gleich so postapokalyptisch oder Weltendzeitstimmung in erster Linie verbreiten müssen. Nur bei Twisters ist es natürlich die Frage, bleiben wir einzig und allein bei dieser Sturmfaszination? Da war der erste Teil auch schon sehr dünn gestrickt, was die Story angeht, oder wird der Unterbau noch ein bisschen mehr sein? Es gibt hier so diese eine kleine Sequenz und die Blicke zwischen den Beinen, wo ich hoffe, dass nicht unbedingt noch so eine romantische Ebene mit hineingewoben werden muss, weil irgendwie will ich bei Twisters Wirbelstürme und gar nicht so viel mehr, wäre okay für mich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allem, weil der erste Teil für mich immer irgendwie so einen kleinen netten Platz in meinem Herzen gehabt hat. Was sagt ihr denn zu diesem ersten Trailer zum neuen Twisters-Film, der uns im Sommer in den Kinos erwartet? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.